In diesem Video gehen wir auf die fünfte Phase des Phasenmodells in der Alpha-Lernberatung genauer ein. Die fünfte Phase behandelt die Lösungswege. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Und welche Handlungsschritte sind dafür notwendig? Diese Fragen sollen geklärt werden. Sie sehen hier das Phasenmodell der Alpha-Lernberatung, das innerhalb des Alpha-Lernberatungskonzeptes entstanden ist. Das Phasenmodell bildet alle 8 Phasen der Alpha-Lernberatung ab. Die einzelnen Phasen können nacheinander durchlaufen werden. Es kann aber auch sein, dass Phasen übersprungen werden oder auf vorherige Phasen zurückgekehrt wird. Da jede Beratung ein sehr individueller Prozess ist, kann sich der Ablauf der Phasen je nach Beratung ändern. In diesem Video schauen wir uns, wie gesagt, die fünfte Phase in der Alpha-Lernberatung, die Lösungswege, genauer an. Wenn die beratungssuchende Person ein konkretes und benennbares Anliegen hat bzw. dieses im Beratungsgespräch herausgearbeitet hat, besprechen die Beteiligten konkrete Handlungsschritte. Wichtig ist dabei, dass die beratungssuchende Person motiviert ist, ihre Situation zu ändern. Die Situation kann von Beratung zu Beratung sehr unterschiedlich sein. Situationsbezogene Lösungsmöglichkeiten können zum Beispiel Schlüsselsituationen, Lernhindernisse oder auch Multiproblemsituationen sein. Ich stelle Ihnen nun diese situationsbezogenen Lösungswege an Beispielen von gering literalisierten Personen vor. Veränderungs- oder Krisensituationen können bei Menschen Lernmotivation verursachen. Gleichzeitig können sich Menschen dennoch vor Herausforderungen befinden, die sie ohne Hilfe allein nicht lösen können. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Person ihren Arbeitsplatz verloren hat oder davor steht, ihn zu verlieren. Auch eine Beförderung mit größerer Verantwortung kann einen Menschen in diese Lage bringen. Genauso wie eine neue Partnerschaft oder der Schuleintritt der Kinder. Es hilft den Menschen in diesen Fällen, wenn Lernhindernisse geklärt und passende Lernangebote gesucht und vermittelt werden. Sie können Kompetenzen erwerben, die dazu befähigen, die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Gering literalisierte Personen wissen, dass sich ihre Lese- und Schreibschwierigkeiten auf andere Bereiche übertragen. Die schwierige Auseinandersetzung mit der persönlichen Lerngeschichte erschwert den Zugang zum Lernen allgemein und auch zum aktuellen Lernen. Eine beratende Person kann in diesen Fällen helfen, indem sie die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Ziel mit der beratungssuchenden Person zusammen erarbeitet und zum Beispiel dabei unterstützt, einen passenden Kurs zu finden. Die beratende Person sollte die Lernmotivation der beratungssuchenden Person stärken und mögliche Hindernisse und Ressourcen ermitteln. Sie sollte außerdem dabei helfen, nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel einer Kinderbetreuung oder das Bezahlen von Kurskosten, zu suchen. Damit ist gemeint, dass die geringe Literalität zumeist nur eines von mehreren undurchsichtigen Problemen einer beratungssuchenden Person ist. In Multiproblemsituationen hilft die beratende Person, indem sie gemeinsam mit dem beratungssuchenden Menschen nächste Schritte ausarbeitet, Lese- und Schreibschwierigkeiten in den Hilfeprozess mit einbezieht und den Sinn sowie die Möglichkeiten von Lesen und Schreibenlernen klärt. Sie organisiert zudem Hilfe für die Probleme und Unterstützung für die Teilnahme an Lernangeboten. Wie bereits gesagt, ist das Ziel bei Beratungssuchenden mit geringer Literalität anfangs oft undifferenziert. Eine betroffene Person hat beispielsweise das Ziel, Lesen und Schreiben zu lernen oder sich im Lesen und Schreiben zu verbessern. Sie könnte enttäuscht sein, wenn sie das unrealistische oder zu hochgegriffene Ziel nicht in der erwarteten Zeit erreicht. Um dieser Enttäuschung vorzubeugen, ist es hilfreich, Teilziele oder Etappenziele zu formulieren, um auch kleinere Fortschritte sichtbar zu machen. Teilziele zu formulieren setzt voraus, dass bestimmte Schritte gegenüber anderen priorisiert werden. Diese Priorisierung kann dabei helfen, Stress- und Überforderungssituationen zu vermeiden. Die beratende Person überlegt dabei, was gerade am wichtigsten für die beratungssuchende Person ist und bespricht mit ihr, was sie gerade besonders braucht. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Wortschatz, um bestimmte Formulierungen oder um Hilfe beim Ausfüllen von Formularen handeln. Bei Beratungssuchenden
Auf einem niedrigen schriftsprachlichen Kompetenzniveau sind zum Beispiel Etappenziele wie Buchstaben zu Silben zu synthetisieren, Vokale erkennen, kurze Wörter lesen können und so weiter gemeint. Kleine Etappenziele wie diese sind leichter zu überprüfen und helfen dabei, der beratungssuchenden Person Lernfortschritte bewusst zu machen und sich weiterhin zu motivieren und durchzuhalten. Eine Möglichkeit, Teilziele bewusst zu machen, ist, eine Kannliste anzulegen. Auf einer solchen Kannliste könnte beispielsweise stehen: Ich kann kurze Sätze lesen. Ich kann im Supermarkt Inhaltsstoffe auf Verpackungen lesen. Auf diese Weise kann im späteren Evaluationsprozess zugleich überprüft und sichtbar gemacht werden, ob Teilziele erreicht worden sind. Auch das Alpha-Lern-Beratungsportfolio bietet Seiten zur Bewusstmachung und Visualisierung der Teilziele an. Sie sehen hier eine Seite aus dem Portfolio. Auf dieser Seite geht es darum, Teilziele auf dem Weg zum großen Ziel zu bestimmen. Die beratungssuchende Person überlegt zusammen mit der beratenden Person, welche kleinen Ziele sie zum Erreichen des Gesamtzieles meistern muss. Auf dieser Seite des Alpha-Lern-Beratungsportfolios kann die beratungssuchende Person in die orangene Fahne links unten ein Ziel eintragen, zum Beispiel Ziel 1, Ziel 2 oder Ziel 3, und für das jeweilige Ziel die einzelnen Schritte auflisten, um es zu erreichen. Wann dieser Schritt erfolgt ist, kann sie anschließend im lilafarbenen Kasten mit einem Datum vermerken. Neben der Fahne kann sie eintragen, wann sie das jeweilige Ziel erreicht hat. Im nächsten Schritt werden Handlungsziele geplant. Gemeinsam mit der beratenden Person plant die beratungssuchende Person im Anschluss an das Formulieren der Teilziele, wie sie am besten handeln möchte. Manchen beratungssuchenden Personen fehlt es beispielsweise an einer Idee, wie sie sich verändern können, und sie wissen nicht, wie genau sie ihre Ziele umsetzen können. Gemeinsam erarbeiten beratende und beratungssuchende Personen Handlungsschritte, die neue Wege eröffnen und helfen, an sich selbst zu arbeiten. Aufgabe der beratenden Person ist es an diesem Punkt des Beratungsprozesses unter anderem, die Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit der beratungssuchenden Person zu wecken. Der Erfolg der beratenden Person wird nämlich auch daran gemessen, ob die beratungssuchende Person ihr Lernverhalten am Ende ändert oder nicht. Daher ist es in dieser Phase der Beratung wichtig, dass die beratungssuchende Person ausreichend Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren hat. Ich zeige Ihnen in diesem Zusammenhang jetzt einen Ausschnitt aus einem Beratungsvideo. Die Situation ist, dass eine Frau in eine Alpha-Lernberatung kommt, da sie Schwierigkeiten hat, wichtige von unwichtigen Briefen zu unterscheiden. Gemeinsam mit der Beraterin überlegt sie, wie sie wichtige Briefe besser erkennen kann, und sie beschließen als Handlungsschritt, Schlagwörter in Briefen zu markieren. Die Beraterin gibt der Beratungssuchende die Aufgabe mit, diesen Lösungsweg, wichtige Schlagwörter zu markieren, bis zum nächsten Treffen einmal auszuprobieren. Wie wir gerade gesagt haben, es ist bunt, es ist größer geschrieben, es ist hier oben in der Ecke an dieser Stelle. Alles schon ganz wichtige Sachen, die Sie da erkannt haben. Wie können oder sollen wir das festhalten, dass Sie das auch für sich haben und behalten und noch wissen, wenn Sie das nächste Mal zum Beispiel in einem Brief schauen, dass das wichtige Eigenschaften sind? Sie eine Idee, wie Sie das für sich festhalten können? Ja, also ich könnte das hier so einkreisen oder so, dass ich halt weiß, dass es immer oben steht zum Beispiel. Mhm. Ja, klar, gerne. Sie können den Brief auch hinterher mitnehmen und behalten für sich zu Hause, um dann nochmal drauf zu gucken zur Orientierung. Sie können einkreisen, unterstreichen, alles, was Sie wollen. Hier sind Farben. Dürfen sich total frei austoben an dem Zettel. Genau, gab es sonst noch was? Weiß ich, bunt, groß? Position? Hatten wir noch was? Nein. Vielleicht so als Ergänzung noch von mir der kleine Hinweis: Fett. Also Fettdruck kann auch so ein Hinweis sein, dass irgendwo eine wichtige Information ist, die man beachten sollte und die eben zeigt, okay, der Brief darf vielleicht nicht einfach schnell in der Kiste landen. Ja. Nee, haben Sie soweit vielleicht noch Fragen? Oder? Nö. Okay. Alles klar.
Gut, also wenn Sie sagen, Sie kommen mit dieser Methode zurecht und Sie können sich vorstellen, Ihre alten Briefe genau mit auf die gleiche Art und Weise mal durchzugucken, eventuell einzukreisen oder irgendwie zu markieren, was Ihnen auffällt, dann ja, können wir uns darauf einigen, dass das die Aufgabe ist, die Sie sich bis zum nächsten Mal selbst stellen. Ist das okay? Mhm. Mache ich das alleine? Sie können auch gerne die Liste mal hierher mitbringen oder gucken, wer im Nachbarschaftscafé helfen kann. Sie müssen das nicht alleine machen. Mhm. Ja, okay. Wenn es darum geht, wie die konkrete Umsetzung verschiedener gesammelter Lösungsideen aussehen soll, wird die beratungssuchende Person dazu angeregt, sich mit potenziellen Stolpersteinen und Hemmnissen auseinanderzusetzen. Auch dazu zeige ich Ihnen einen Videoausschnitt. Die Beraterin nutzt in diesem Zusammenhang die Frage, was könnte schiefgehen oder was könnte nicht funktionieren, um die beratungssuchende Person zum Nachdenken über mögliche Stolpersteine anzuregen. Mhm. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Was könnte schiefgehen? Dass ich es nicht schaffe, dass ich die Wörter nicht finde. Oder dass ich sie nicht markiere oder, ja. Also, dass sie vielleicht was übersehen. Mhm. Ja, und dass es mir dann halt nicht so gut geht, weil ich es nicht geschafft habe. Aber, ja. Was könnten Sie machen, wenn Sie das Gefühl haben, ich glaube, ich übersehe was oder ich bin mir gar nicht sicher, ob ich alles finden kann? Ja, dann kann ich halt vielleicht auch im Nachbarschaftscafé mal fragen, ob das so stimmt. Und damit sind wir zum Ende des Videos gekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.